Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Outdoor bei ISPO 2023 aus München. Zwei Tage Messe, Wahnsinn, stehen mir bevor. Auf der Suche nach Neuheiten für euch. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß mit dem Video. Wir haben es nicht geplant, aber erster Stopp ist bei Amazonas. Da ist ganz neu das Traveler Camp. Ist eine Kombination aus Hängematte mit dem bekannten Isomatten-Einschubfach. Das Moskitonetz gleich mit dabei, aber viel größer geschnitten. Und das Tarp ist direkt dran genäht. Ganz großer Vorteil an dem Teil hier ist, ihr habt tatsächlich nur noch einen Gurt, der zum Baum geht. Hier könnt ihr sehen, da wird dann das Tarp eingehängt hier oben und noch mal ein bisschen nachgespannt. Gab es gerade eine Indiegogo-Kampagne, ist erfolgreich jetzt durchgelaufen und wahrscheinlich dann ab demnächst irgendwann verfügbar am Markt. Da ist der Uli, der Chef von Amazonas, und das ist das Packmaß vom neuen Traveler Camp. Lässt sich auf jeden Fall noch ein bisschen komprimieren, ne? Dann braucht er nur noch Isomatte oder Underkilt und noch einen Schlafsack dazu oder Topquilt. Auch das bekommt er bei Amazonas. Schönes Set. Wenn das richtig aufgehängt ist, und dann sitzt ihr drunter und es ist noch keine Zeit zum Schlafen, könnt ihr einfach quasi die Hängematte hier ranziehen. Die verschwindet dann quasi nach oben unter das Tarp. Ihr habt unten Platz, nichts hängt euch im Weg rum. Ja, könnt dann schön unten drunter kochen und die Zeit genießen, bis es dann irgendwann ins Bett geht. Richtig großes Raumgefühl hier drin. Also da hängt euch natürlich kein Moskitonetz im Gesicht rum, weil es halt an den Seiten hochgezogen wird. Das ist echt schon sehr, sehr frei. Um die zweite neu zu sehen, müssen wir einmal den Blick nach oben richten. Da haben wir einmal eine Kombination aus Tarp und dem Moskitonetz, was bis auf den Boden kommt. Und zwar ist das das Mosquito Wing Tarp. Lässt sich dann auf den Seiten auch wieder so ein bisschen verschließen, wie bekannt üblich vom Wing Tarp. So habe ich quasi auch in Regionen, wo es viele Mücken gibt, einen wesentlich größeren Raum, wo ich ohne die lästigen Viecher bin. Ja, kann mich drunter aufhalten, kann drunter kochen. Auch ganz nice. Solltet ihr noch auf der Suche nach ein paar neuen Socken sein, schaut da mal bei Dan Tuff vorbei. Gibt es auch in diversen deutschen Online-Stores. Socken aus Merino in allen möglichen Farben, Formen und dicken Graden für Trailrunning, für Wandern, fürs Bergwandern. Alles mit, wie gesagt, Merino-Wolle. Eine Investition darin lohnt sich, denn die Teile sind tatsächlich, haben eine lebenslange Garantie. Das heißt, hat eure Socke ein Loch, schickt er sie ein und ihr kriegt ein neues zugeschickt. Das ist nicht nur ein Werbespruch, sondern ich kenne auch jemanden, der das tatsächlich schon gemacht hat. Und ich muss jetzt auch noch machen, meine Socke hat jetzt tatsächlich ein kleines Loch hinten, die ich schon seit Jahren nutze. Wird also Zeit für eine neue. Die werde ich einschicken und dann kriege ich ein paar neue Socken. Also bessere Investitionen gibt es eigentlich gar nicht. Das kann nur Amerika sein. Falls euer Kind hier reinsteckt, kann es ersticken. Clamping vom Allerfeinsten. Ach ja, schön angenehm, ja. So eine leichte Vibration merkt man, aber so ein schöner Luftzug hier um die Ohren könnte ich mir draußen, wenn es richtig heiß und stickig und schwitzig ist, richtig gut vorstellen. Einzig, ich würde vielleicht noch hier so ein bisschen Neopren auf die Haut machen, dass sich da so vielleicht ein bisschen trägt, aber ansonsten. Die habe ich ja schon auf der IWA gezeigt, die Geräte zur Mückenabwehr. Den hier nehme ich jetzt nächste Woche mit nach Norwegen, Schweden, werde ihn ausführlich testen. Ja, und dann gibt es wie gesagt auch noch ein paar kleinere Modelle. Mehr Neuigkeiten gibt es am Stand von Nightcore jetzt nicht zu sehen. Die ganzen Prototypen liegen alle beim Zoll und kommen nicht durch. Sehr ärgerlich. Ja, hier sieht ein schönes neues Zelt von Six Moon Design. Für zwei Personen geeignet. Interessant ist auch hier, die Mittelstange haben sie quasi im Verhältnis 40 zu 60 gemacht. So, da habt ihr ein bisschen mehr Platz, wenn ihr drin aufrecht sitzt. Das Ganze hier ist für zwei Personen. Gepäck liegt natürlich dann in der Abside drin. Wird mit Trinkenstärken aufgestellt, wiegt noch nicht mal ein Kilo, teilt sich ungefähr auf Hälfte außen, Hälfte innen. Wie gesagt, könnt ihr auch unabhängig voneinander nutzen, das Ganze. Seelnylon als Stoff kommt hier zum Einsatz. Ja, lässt sich auch noch mal ein bisschen weiter nach außen ziehen, so habt ihr ein bisschen mehr Platz drin. Echt schön. Das
Serva Six Mundi sind eher für die Zelte bekannt. Jetzt haben wir hier eine ganze neue Range an Rucksäcken, hier den Swift X. Ein 50 Liter Rucksack mit hauptsächlich aus X-Pack hergestellt. Super flexibles Mesh mit Dyneema drin. Tausende von Features hier dran, um Ausrüstung zu verstauen, um Handy zu verstauen, Snacks, richtig große Hüfttaschen hier. Ja, für einen Ultraleicht-Rucksack ein verstellbares Tragesystem. Besonderheit hier ist, dass das Gewicht tatsächlich nicht nur nach unten geführt wird auf die Hüfte, sondern es wird quasi auch nochmal hier über die Mitte nochmal an den Körper herangezogen, sodass Rucksack und Mensch eine Einheit werden. In so einer Glühbirnenform verläuft da so ein Rahmen, der hier in die Mitte geht. Das heißt, ich habe das Gewicht wird nicht auf die Seiten geführt, sondern tatsächlich genau in die Mitte, dort, wo es auf eurer Hüfte aufliegt. Ja, Preis liegt, glaube ich, so um die 300 US-Dollar plus Steuern. Euro muss man sehen. Der wiegt tatsächlich nur 1100 Gramm. Ultraleicht-Rucksäcke gehen natürlich auch noch leichter, aber für die Menge an Features, die hier dran sind und das Volumen, finde ich das richtig genial. Auch geil sind die Regenschirme oder auch Sonnenschirme, die sie jetzt im Programm haben. Der schwerste davon wiegt 190 Gramm und der leichteste hier tatsächlich, glaube ich, ein bisschen über 100 Gramm aus Carbon. Und Preispunkt ist auch noch, ich glaube, der günstige geht bei 30 Dollar los und der liegt dann irgendwie bei 60 Dollar. Ja, am Stand von Soto gibt es natürlich auch wieder viele Kocher zu sehen. Edelstahl, Dutch Oven sind da, ganz neu ein paar richtig geile leichte Titantöpfe. Und hier ein besonderes Highlight, das ist tatsächlich die Brennereinheit der Olympischen Fackel der Olympischen Spiele 2020 in Japan. Und das erste Mal, interessanter Fact, das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele ist die Fackel dank Soto nicht ausgegangen. Hightech-Gerät vom Feinsten. Ja, wer viel draußen unterwegs ist und entsprechend Produkte nutzt, muss auch irgendwann mal pflegen oder waschen, die Klamotten, die Zelte etc. Es gibt einige Hersteller auf dem Markt. Hier ist ein Hersteller aus Deutschland mit Waschmitteln, mit Pflegemitteln für eure Outdoor-Kleidung, für Wolle, für Daune, für die Funktionswäsche. Entsprechende Imprägnierungen auch für Zelte sind vorhanden. Richtig geil auch der nachhaltige Gedanke hier. Man versucht möglichst alles natürliche Tenside hier zu verwenden. Von den Verpackungen her geht man auch in die Richtung, dass man das Ganze zum Nachfüllen anbietet beim Händler. Die Flaschen werden ja von Hand abgefüllt im Rheinland, sind aus recyceltem Kunststoff. Also schöner Gedanke, nachhaltig und aus Deutschland, das gilt zu unterstützen. Aktuell bei Big Agnes, da ist ganz neu, schon wahrscheinlich seit letztem Jahr auf dem Markt, aber jetzt kommen sie erst groß raus. Eine ultraleichte Rucksack-Range, ihr seht hier ein Modell, verschiedene Größen. Das sind eher die minimalistischen von der Aufbewahrung her, von den Verstaumöglichkeiten her. Aber hier hat man auch große flexible Taschen, wo man auch mal auch nasse Ausrüstung draußen reinpacken kann oder eine Trinkflasche. Ja, wenn es da ein bisschen mehr sein soll, gibt es hier noch ein paar andere Packs. Details etc. findet ihr wahrscheinlich auf der Website von Big Agnes. Dann hier schon natürlich mit einem deutlich komfortableren Rucksack-Tragesystem. Hier aber auch nochmal scheinbar einen Zugang von hinten nach hinten in den Rucksack rein. Richtig gemütlich fand ich gerade diese Stühle hier. Ich nutze ja immer einen Stuhl von Helinox, aber tatsächlich sitzt man dann sehr niedrig drauf und kommt schwer raus. Eine große Rückenlehne, ein paar schöne Armlehnen sind da schon Gold wert. Hier ein Zelt dann eher für den Minimalisten. Ein Personenzelt, da passt tatsächlich nur die Isomatte rein. Aber dazu richtig viel Fußfreiraum, das heißt, da stoßt der Schlafsack nicht an die Zeltaußenwand an, wird nicht nass. Ja, Farbe ist jetzt natürlich so ein bisschen für mich gewöhnungsbedürftig, diese hellen Orangetöne, die schon ein bisschen ins Lachsfarben reingehen, ist jetzt nicht so ganz meins. Vielleicht gibt es das auch noch in anderen Farbvarianten. Und das hier wird dann daraus ein komfortables Bett. Natürlich braucht ihr da noch eine Luftmatratze drüber. Ja, und dann natürlich mit einer Matratze von Climate. Das hier ist die XL von der
Klimmerloft. Die habe ich ja schon ein paar Mal auch auf Bildern und auf Fotos gesehen. Aber wenn man die mal anfasst, Leute, das hier, so viel Loft und danach kommt erst unten drunter die Isomatte. Richtig genial. R-Wert von 2,1 bis ein leichter Minusgrad ist das kein Problem. Kommt aber jetzt demnächst noch in der Variante, da ist noch zusätzlich isoliert mit einer Folienbeschichtung drin etc. pp. Und dann ist der R-Wert über 7, hat er gerade gesagt. Richtig cool. So, dann mal hier schön Probe liegen. Ah, ja, lässt sich aushalten. Oh, das fühlt sich wirklich an wie daheim auf der Matratze tatsächlich. Mit dem geilen Kissen. Ah, richtig schön. Bernd, kommst du mich in einer Stunde wieder abholen? Ich mache jetzt mal ein Schläfchen. Kannst du mich doch zudecken? Ja. Ah, danke, ja. Ich glaube, ich habe das neue Zelt für mein Carp-Camping gefunden. Da passt sogar mein ganzes Auto rein. Da kann ich einfach reinfahren. Gebaut worden für die VW T4, T5 Camper. Ja, Zelt, eine Kabine kannst du einhängen, kannst eine Klokabine reinmachen, kannst eine Party mit 20 Mann hier drin feiern. Richtig geil. Auf Reisen ist es natürlich immer wichtig, auch sicher zu sein. Sicher bedeutet sicher vor Moskitos, sicher vor der Sonne und natürlich auch sicher im Sinne von Erste Hilfe. Care Plus bietet da einige Produkte an. Erste Hilfe Sets, hier Zeckenentferner etc. Dann haben wir natürlich sehr viele Sonnencremes in allen möglichen Stärken. 30 und 50 plus sollte mittlerweile eigentlich das Mindeste sein. Es gibt imprägnierte Moskitonetze. Das Ganze gibt es auch entsprechend ohne Imprägnierung auch für den Kopfbereich. Und natürlich alles Mögliche an, ja, Mitteln, um sich gegen die Insekten zu schützen. Auch ganz praktisch sind imprägnierte Socken. Die sind mit Permethrin behandelt. Das ist ein Mittel, auf das Insekten nicht abfahren. Das heißt, die sterben nicht davon, aber gehen erst gar nicht daran. Amazonas verwendet Permethrin auch bei ihren Hängematten. Ja, also wenn ihr da auf der Suche seid, schaut mal bei CarePlus rein. Ein Besuch bei Grützebeck darf natürlich auch nicht fehlen. Die Neuheiten kennt ihr schon, gehen wir mal näher ran. Da sind die neue Isomatte. Dann haben wir hier den Survival, kommt in einer leichteren Version. Hier seht ihr schon das neu designte Moskitonetz im Kopfbereich. Und hier muss man dann keine Stange mehr rausmachen, um das Ganze zusammenzulegen. Und ansonsten die ganze Produktrange da. Die Neuheiten gab es ja schon vor kurzem zu sehen im Video bei Grützebeck. Ich bin gerade hier bei der Scandinavian Outdoor Group und hier tatsächlich eine neue Marke oder eine Marke, die gibt es schon sehr lang, aber die jetzt erstmal auf den Markt außerhalb von Norwegen geht. Eyu, ja, ein Hersteller von verschiedenen Äxten, Sägen, Messern und so ein bisschen Küchenzubehör. Äxte sehr interessant, Preispunkte hier zum Beispiel, ich glaube 65 Euro, die kostet 120 Euro, die große hier mit dem Kilo Axtkopf.
Die hier liegt bei 100 Euro. Möchte man jetzt meinen, okay, gleich große Axt etwa, wieso ist das so viel teurer? Ja, die Story dahinter, hier habt ihr es immer ausgepackt. Der Axtkopf ist tatsächlich genau in der Form vor ein paar Jahren dort ausgegraben worden, wurde zurückdatiert auf ungefähr 1000 nach Christus, das heißt 1000 Jahre altes Axtdesign. Der Griff war natürlich nicht mehr da. Das ist dann das Design von Ayu. Der ist von der Herstellung wesentlich komplizierter. Schönes kleines Handbeil für die kleinen Camp-Aufgaben. Richtig schön finde ich auch den Schutz am Axtkopf. Der ist nicht wie sonst aus Leder, sondern wir haben hier ein schönes Filz mit einem zusätzlichen paar Lederapplikationen und einem wunderbaren Ayu-Logo. Auf der ISPO war ich schon da, jetzt ist aber Real Termit da mit einem neuen Menü. Asian Curry, gerade schon probiert, richtig geil, es ist vegan, das heißt, ich habe einen, einen Protein, also einen Fleischersatz mit drin, schmeckt richtig gut, richtig schön fruchtig, Tomate kommt raus, echt geil, kann ich nur empfehlen, leichte Schärfe hinten raus und wie immer eine richtig große Portion, 537 Kalorien und fertig sind wir hier bei, keine Ahnung, sind wieder wahrscheinlich so an die 400, 500 Gramm. Eine neue Marke im Outdoor-Bereich für die Trekkingnahrung ist die Marke Trail Organic Food. Gibt es jetzt seit 3 Jahren, kurz vor Corona gestartet. Haben jetzt, glaube ich, 7 Menüs am Start, 2 eher Frühstück und das andere sind eher Hauptmahlzeiten. Teilweise vegetarisch, teilweise vegan, aber auch mit Fleisch. Probiert habe ich eben das Erdbeer-Joghurt-Müsli. Das wäre schön dezent von der Frucht her. Nicht zu süß, ein schönes Porridge. Als Hauptgericht gab es eben ein Hähnchen-Risotto mit Perlkraupen und ja, Champignons oder Pilzen. War sehr lecker, sehr cremig. Ein bisschen Erbsen waren auch noch mit drin. Schön abgeschmeckt, nicht zu salzig, genau richtig von der Würze her. Also ich hätte da nichts mehr nachgewürzt. Schaut doch mal rein auf die Seite, ist alles entsprechend eben verlinkt. Großes Thema der Messe dieses Jahr, Sustainability, Nachhaltigkeit. Sollte eigentlich nichts mehr Neues sein, sollte eigentlich kein großes Thema sein, sondern mittlerweile selbstverständlich. Also die meisten Firmen haben das eigentlich auch schon umgesetzt, zumindest die guten. Kies Titanium stellt hier aus. Eine große Range an ja, Töpfen, Bechern, Zubehör. Hobos gibt es mittlerweile auch. Kleine Teekannen, schöne isolierte Becher mit dem Deckel für den Kaffee, für den Tee oder auch fürs Bier, dass es schön kühl bleibt. Ja, Besteck gibt es in allen Formen und Farben. Ganz schön vom Muster finde ich die hier. Das sind auch Thermokannen, 200 ml Volumen. Weiß nicht, wahrscheinlich kriegt man die auch einzeln. Hier sind sie im Dreier-Set abgebildet. Eher so ja, klassisch modern für tatsächlich auch den Daily Use. Auch eine große Thermoskanne aus Titan. Sehr, sehr leicht, wenn man dagegen eine von Stanley in die Hand nimmt. Die wiegt quasi 3- oder 4-mal so viel. Ob sie dann tatsächlich die ja, Wärme hält, muss ich zeigen. Es gibt ein paar schöne Produkte und auch so einen massiven Titan-Hobo, eine Feuerstelle. Richtig krass. Hier oben habe ich tatsächlich noch den Stand von Grail gefunden. Die Wasserfilter dürften euch ja bekannt sein. Jetzt gibt es aber was Neues. Endlich das Behältnis aus Metall und sogar hier aus Titan. Andrew zeigt euch das mal kurz nochmal, wie das Ganze funktioniert. Okay, let's go, Andrew. Right, let's go. Right now we just separated the two bottles. We filled the outer, which you can also cook in. Yeah. And boil water. But in this case, we're using the filter, which takes out virus, bacteria, cysts. Takes out chemicals and metals, yeah. Microplastics, PFAS. It'll make your water taste better and smell better. Yeah. In this case, I'm going to open the cap a half turn so the air can vent as the water comes in, and then you just press. Yeah. And you lean on it. You rest on top of the bottle, and your body weight will push the other bottle down. And in about 10 seconds, you have 16, 17 ounces of purified and filtered water. We've made these soft press pads so you can press right here on your thumb, yeah? Yeah. And then with that, off you go. Mm-hmm. Delicious, purified, filtered water. Awesome. So, hier seht ihr die zwei nochmal getrennt. Einmal ja die Flasche, wo das Schmutzwasser reinkommt und hier das Filterelement. Und auch das Filterelement hier besteht ja komplett aus Titanium, die Wand. Klar, unten der Filter, der ist wieder austauschbar. Preispunkt im Ganzen sind wir hier bei 200 Euro, das heißt das Doppelte vom Normalen, aber dafür habt ihr auch hier zweimal Titan und das Ganze ist echt leicht. Neu in diesem Jahr, und damit werden auch die anderen Filter jetzt upgraded, ist hier so ein kleines ja, Ventil aus Silikon. Das lässt Wasser
in die Flasche rein, aber nicht mehr zurück. So habt ihr also auch die Möglichkeit, in euer Wasser noch ja, Elektrolytpulver reinzumachen. Ihr könnt da drin auch ein Bier trinken, einen Rotwein, aber nichts kommt wieder zurück und ja, kontaminiert euren Wasserfilter. Der bleibt also komplett frisch. Highlights gibt es tatsächlich doch noch, und zwar Solustoff ist hier oben. Der Solustoff dürfte natürlich allen bekannt sein. Hier der kleine, der mittlere in Titan und auch der große Campfire. Ja, quasi die rauchlosen Hobos, die man so kennt, mit dem Kochaufsatz. Gibt natürlich jetzt auch noch eine Top-Serie dazu, aber Solustoff hat ihr Sortiment erweitert. Wir haben hier Feuerstellen, wir haben hier größere Feuerstellen, wir haben hier Pizzaöfen, separate Pizzaöfen, und dann gibt es hier noch richtig dicke Feuerstellen, sehr, sehr geil. Auch hier mal mit einem Netz drüber, das heißt, wenn ihr das auf eurer Terrasse anfeuert, ja, fliegen keine Funken großartig hier raus. Ganz neu dieses Jahr ist die Mesa-Kollektion. Das ist quasi der Solustoff für die Terrasse, für den Balkon, für den ja, Campingtisch. Ich kann das Teil auf dem Tisch betreiben, hat einen kleinen Standfuß, kommt keine Hitze nach unten durch. Ich habe ein schönes kleines Feuer. Hier drin seht ihr auch einen Einsatz. Der ist dazu gedacht, um den Mesa mit Pellets zu betreiben. Brennt dann circa eine halbe Stunde und dann kann man wieder nachfeuern. Ich finde, also auch gibt es auch in zwei verschiedenen Größen, in sechs verschiedenen Farben, und finde ich auch eine schöne Alternative für einen, ja, fürs Carcamping, eine kleine Feuerstelle hinterm Auto. Pellets nehmen wenig Platz weg, im Auto kriegt man noch schön in die Reserveradmulde rein, so einen kleinen Sack, hat eine kleine Campfire-Atmosphäre hinterm Auto. Wird auf jeden Fall Spaß machen. Nemo ist dieses Jahr auch wieder hier als Aussteller auf der Outdoor. Gibt ein paar Neuheiten. Im Schlafsackbereich geht Nemo jetzt den ja, Endless Promise. Das heißt, alle Schlafsäcke sind aus recycelten Materialien. Wir haben hier den Forte. Ihr seht hier, es gibt verschiedene Schlafsackformen. Der hat hier eher diese ja, klassische Löffelchenform. Da kann man auch als Seitenschläfer gut drin pennen. Der hat ist so ein bisschen ausgeschnitten. Wesentliches Feature ist hier der Schlafkomfort. Ich habe hier die, ja, die sogenannten Thermogills. Das heißt, ich habe hier einen Reißverschluss. Damit kann ich hier quasi Kältebrücken schaffen. Ich habe das Ganze auch auf der Innenseite, um, wenn es mir ein bisschen zu warm ist, eine kleine Kältebrücke zu schaffen. So wird es ein bisschen angenehmer im Schlafsack. Ich habe hier oben nochmal so als Wärmekragen, so richtig der Bettdecken-Style, eine große Flappe, die ich da nutzen kann. Gibt es natürlich dann in verschiedenen Varianten. Wir haben hier genau eine synthetische Füllung mit drin. Dann haben wir hier beim Disco schon eine Daunenfüllung drin mit 650er Daunen. Auch hier die klassische Löffelchen-Variante. Wir haben dann, hier geht es dann an den Riff. Der ist jetzt schon mit 800er Daunen gefüllt. Ist ein bisschen mehr nochmal auf ultra leicht getrimmt, das heißt ein bisschen mehr konturiert, kannst aber immer noch ja, problemlos drin liegen. Auch der hat die Thermogills, auch der hat nochmal eine schöne Flappe oben dran, schönes Bettdeckenfeeling. Und dann haben wir hier den Coda, das ist dann die ultra leicht Variante. Der hat tatsächlich dann eine ultra leichte Form, diese Mumienform. Da fällt die Flappe dann natürlich weg, da muss man dann den Kompromiss eingehen. Aber ihr seht, der geht, wenn er zu ist, auch recht hoch. Oben haben wir den Buffel hier, der als Wärmekragen dient. Wir haben hier dann nur noch einen Thermogill mit drin, der hier verbaut ist. Temperaturangaben habe ich jetzt hier gerade nicht zur Hand, könnt ihr dann aber bei Nemo entsprechend nachschauen. Ganz geil ist auch der Packsack, in dem das Ganze kommt. Ihr seht hier so schöne kleine ja, Boxen soartig, in denen der Schlafsack aufbewahrt werden kann. Er ist ein bisschen komprimiert, aber nicht zu sehr, dass die Daune drunter leidet. Ah, hier seht man sogar, der Coda Komfort 2 Grad und Limit minus 4. Das heißt, ja, auch die leichte Winterübernachtung ist hiermit kein Problem. Auch im Bereich Isomatten kommt jetzt im nächsten Jahr dann einiges Neues. Wir haben hier den Flyer, der Einstieg. Der hat schon einen R-Wert von 3,3. Hier ist tatsächlich ein Schaumstoff verbaut. Luftkammer zwischendrin. Da ist eine schöne Unterstützung, gerade im Rückenbereich, im Lendenwirbelbereich.
Die Nemo Tensor, die kennt ihr von mir, die nutze ich. In der normalen Variante hat die einen R-Wert von 2,8 und hat ja eine Silberfolie eingebaut. Gibt es hier auch in diversen Größen, Längen, Breiten. Ich hatte ja die Tensor Insulated. Neu heißt sie Tensor All Season, hat dann einen R-Wert von 5,4. Kommt dann hier in dem grauen Material. Das Ganze ist auch ein bisschen robuster gemacht. Vom Gewicht her völlig in Ordnung, 530 Gramm in der Regular White, die nutze ich. Da kommen dann schon ja zwei Silberfolien zum Einsatz. Und jetzt kommen wir zum Mega-Modell. Das ist die Tensor Extreme Conditions. Einen krassen R-Wert von 8,5 wird die haben. Muss man natürlich gucken, ob es auch hält, was es verspricht. Da sind dann tatsächlich vier Layer an Aluminiumfolie, die die Wärme reflektieren, mit drin. Und so Luft kann man schaffen, in denen ja die Luft sich eben nicht groß bewegt. Auch hier verschiedene ja, Längen-Breiten-Kombinationen. Und das Ganze ist auch also ordentlich dick. Also wir haben hier, glaube ich, 6 oder 7 cm Dicke. Da liegt man richtig, richtig bequem drauf. Ich glaube, das ist mein neues Dachzelt hier. Das Auto war die Wohnklo. Ach, schön kompakt, aber schöne Höhe, ne? Ja, kann ich fast drin stehen. Sagen Sie mal, junges Fräulein, passe ich da auch noch rein? Ja. Ah, wie ist das Bett so breit, wenn man aufeinander leidet? Aber wenn du allein unterwegs bist, ist es doch echt fast ausreichend, oder? Einmal reinlehnen und dann runterziehen. Glamping vom Feinsten, ne? Schönes Weinchen am Tisch vorne. Dann kommen wir hier in den Wohn-Koch-Bereich. Hier der Schlafzimmerschrank und hier dann ein komfortables Bett. Drei Kühlboxen sind auch drin. Jo, nehme ich, ziehe ich hier ein. Wobei ich glaube auch die Mietpreise für München ein bisschen hoch, ne? Genau, ganz gut. Wenn man es nochmal drauf drückt, ist es wieder weg. Genau. Bei Gold hört sich an wie ein Münzen. So, ich gehe jetzt unter die Schatzsucher. Herr Sonic, da müsst ihr hin. Da gibt's Kocher, da gibt's Fanta und da gibt's Pancakes mit Sahne. Ja, wunderbar. Und wer steht direkt neben dran und holt sich auch rein? Der Leo. Das Thema Kühlboxen, Dachzelte ist natürlich auch absolutes Highlight. Carcamping, Vanlife, Dometic, Ansprechpartner. Hier gibt es auch solche kleinen Zelte. Mit dabei stellen wir komplett aufgepumpt. Auch das Ganze hier nochmal größer. Ja, da gibt es also alles, was das Herz begehrt. Dann kam man nochmal bei der Firma Clean Freak vorbei, ein amerikanischer Hersteller, der gerade in Europa Fuß fasst. Hersteller von Reinigungstüchern, pH-neutral, somit auch problemlos im Intimbereich zu verwenden. Das Ganze gibt es entweder in einer großen Packung oder aber in der 12er, 12x1 Packung zum Mitnehmen. In verschiedenen Duftnoten, zum Beispiel Lemongrass, Zitrone, Zitronella, Teebaum oder auch Kokos, riecht sehr angenehm und ja, super pflegend. Von Nordic Pocket Saw kennt ihr ja bereits die Handkettensäge. Neu in diesem Jahr und prämiert mit einem Award ist die Handsäge. Eine kleine Klappsäge mit einem Griff aus recyceltem Korkmaterial. Die Säge funktioniert auf Druck und auf Zug, funktioniert einwandfrei, allerdings preislich recht happig mit 119 Euro. Hier sehen wir den Dirk, den Stadtgecko. Der hat gerade das Nomad Cape 4-in-1 über. Ja, einen Regenponcho, der euren Rucksack auch noch mitschützt. Packsack wird als Gürtel verwendet. 4-in-1 heißt aber auch, ich kann das Ganze in einen Tarp umbauen. Ich kann es auch als Bodenplane verwenden. Alles, was ihr hier seht, um das Ganze aufzuspannen, ist mit dem Lieferumfang vorhanden. Bis auf die Trekkingstöcke, die habt ihr selber mit dabei. Richtig cool ist aber die Verwendung dann auch als Hängematte.
Ist jetzt keine extrem lange Hängematte, aber für eine Pause zwischendrin auf einer langen Wanderung richtig angenehm, hält bis 150 Kilogramm. Im Lieferumfang, wie gesagt, ist alles enthalten, um das auch als Hängematte aufzuspannen. Gibt da so ein paar richtig Kniffe, um das Ganze umzubauen. Ihr seht es hier gerade vorgezeigt, das eine wird rausgezogen, dann wird entsprechend zusammengerafft. Und ihr habt eine schöne Daisy Chain, Karabiner und Baumgurte sind mit dabei. Das Ganze für 150 Euro etwa. Ich bin jetzt schon dreimal hier am Stand vorbeigelaufen und bin jetzt bei Grand Trunk. Die machen Hängematten, die machen Stühle, alles Mögliche. Und der Dirk hier, der Stadtgecko, hat mich auch darauf aufmerksam gemacht. Hier gibt es eine Hängematte mit angenähter Down-Isolierung. Und das Geile ist, hier ist sogar ein Down- und Top-Quilt mit angenäht. Ich liege jetzt hier gerade drunter. Hier ist Down-Isolierung unten drunter. Die kann quasi nicht komprimiert werden. Oh, hier ist so warm drin, ich muss wieder raus. Hier oben ist der Top-Quilt auch quasi angenäht, das heißt, da kann auf keinen Fall dann ja kalte Luft reinkommen und die Wärme entweichen. Also wenn der sich aufbauscht, ist hier schon eine ordentliche Isolation drin. Muss auf jeden Fall optimaler aufgehängt werden, aber also ungefähr 380 Euro dann. Aber Hängematte, Down and Underkilt und Down and Topquilt, das zusammen für den Preis ist echt wieder dann okay. Glas ist viel Geld, aber ein Set passt schon. Gestern waren wir schon hier am Stand, da habe ich immer so viel gefilmt. Nutri 3 Company. Da sind insgesamt 4 Firmen drunter. Zum einen mal haben wir hier MX3 Nutrition, eine Firma aus Südengland. Da gibt es auch ja Proteinpulver gibt's dort und auch gefriergetrocknete Gerichte, eher im hochkalorischen Bereich für Expeditionen tatsächlich. Dann haben wir drunter das Emergency Food, ja, eher für den Prepping-Bereich, auch gefriergetrocknete Mahlzeiten eben in der großen Packung zum Einlagern. Mit dabei ist auch Adventure Food. Die haben wir auch schon mal vor 3 Jahren auf der ISPO in München auch schon mal gesehen gehabt. Verschiedene Gerichte, auch ganz normal Trekking Foods. Und auch Voyager ist hier mit dabei. Da haben wir gestern dann die Pasta mit Trüffel probiert. Tatsächlich eher ein gehobeneres Gericht, wirklich schön fein abgeschmeckt. Eine schöne Pasta, sehr cremig mit Hähnchen drin. Liegt dann aber auch bei fast 15 Euro, ist auch eine ordentliche Portion. Und ja, Trüffel sind nicht günstig. Wenn man explosiv essen will, dann kostet es halt auch einen Euro mehr. Ansonsten hat Voyager eben auch sehr, sehr viele verschiedene Gerichte drin. Insgesamt über 50 verschiedene Rezepturen sind dort vorhanden, die ihr dort eigentlich immer bekommen könnt. Schaut mal auf der Webseite vorbei. Ja Leute, 2 Tage Messewahnsinn liegen hinter mir. Outdoor bei ISPO 2023 vorbei. Ich hoffe, es waren für euch ein paar kleine Highlights dabei. Ein paar coole Sachen habe ich, denke ich, mal gefunden. Ja, und dann sehen wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich wieder von hier. Ansonsten nächste Woche bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao. So, und ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Ich habe genug von euch.